Mal herzlich willkommen, Andreas Sutter und Agnes, die sich bereit erklärt haben, heute die Live-Session an dem Praxisbeispiel durchzuführen, WBI, Wissen besser integrieren, bei der Meusburger Geo GmbH. Und ich selber habe das Buch dazu schon gelesen und mich mehrfach dazu unterhalten und kann sagen, es ist ein sehr interessantes Thema. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass es heute mit der Live-Session klappt, und übergebe damit an Andreas und Agnes. Und Sie können das sich selber wahrscheinlich besser vorstellen, als ich das mache. Ja, hallo zusammen, hallo Dirk, vielen Dank für die freundliche Einladung, dass wir heute unsere WBI-Methodik hier präsentieren können. Wir machen das sehr gern. Meine Kollegin, die Agnes und ich, werden heute in den nächsten 20, 25 Minuten versuchen, euch darzustellen, wie wir bei der Firma Meusburger mit dem Thema Wissensmanagement umgehen. Gut, steigen wir gleich mal ein in die Präsentation. WBI bedeutet Wissen besser integrieren. Das ist unsere Methodik für Wissensmanagement, wie wir sie bei Meusburger erleben. Ganz kurz zu Beginn die Geschichte von Meusburger. 1964 als Ein-Mann-Unternehmen durch den Georg Meusburger gegründet, sind wir über verschiedene Stationen, die Sie dann sehen können, heute zum sehr großen Unternehmen geworden. Wir haben mit der Firma PSG insgesamt mehr als 1500 Mitarbeiter und haben uns über viele Stationen hinweg entwickelt zum Marktführer bei Normalien für den Formen- und Werkzeugbau. Normalien, das sind standardisierte Elemente, die man für Spritzgießwerkzeuge, für Stanzwerkzeuge benötigt. Und da beliefern wir die gesamte Branche damit. Ja, ein paar Zahlen noch zu Meusburger, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Wir haben über 17.500 Kunden, haben ca. 70.000 Quadratmeter Nutzfläche. Wir sind hier zu Hause in Vorarlberg in Österreich am Bodensee gelegen. 2016 haben wir einen Umsatz gemacht von 270 Millionen Euro. Wir haben Verkaufsniederlassungen in 5 Ländern derzeit und wie gesagt, etwas knapp mittlerweile schon 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist, dass man ungefähr einschätzen kann, mit was man Unternehmen es hier zu tun hat. Das war es schon mit der Eigenwerbung. Jetzt kommen wir gleich zum Inhalt. Ja, wir sind ein sehr stark wachsendes Unternehmen. Wir wachsen jährlich im zweistelligen Prozentbereich. Und da bin ich schon bei unseren Erfolgsgrundlagen. Das Ganze ist nur möglich aufgrund von zwei Dingen. Zum ersten aufgrund der Standardisierung. Wir haben eine sehr konsequente Standardisierung von Produkten und Prozessen. Bei Produkten ist es klar, wir sind Normalienhersteller. Aber auch die Prozesse rund um die Produkte sind sehr stark standardisiert und das ermöglicht uns ein sehr, sehr gutes Wachstum. Und das zweite oder die zweite entscheidende Erfolgsgrundlage ist unser Wissensmanagement. Wir haben ein sehr praxisorientiertes Wissensmanagement, das wir im täglichen Arbeitsalltag leben und das von allen im Unternehmen mitgetragen wird. Das ist sicherlich einer der ganz großen Erfolgsfaktoren von Meusburger. Begonnen hat es vor etwas mehr als 20 Jahren. Seitdem betreiben wir Wissensmanagement. Sagen wir mal, begründet wurde damals die Methode von Georg Meusburger, vom Firmengründer. Und weiter ausgebaut und nach vorne getrieben wurde sie von Guntram Meusburger, von seinem Sohn, der heute der geschäftsführende Gesellschafter unseres Unternehmens ist. Ja, ich denke, der Großteil der Zuhörer sind alles Fachleute. Sie kennen die wissenschaftliche Definition von Wissen. Uns ist ganz, ganz wichtig ein sehr pragmatischer Ansatz, weil wir sagen, das betriebliche Wissensmanagement, wie wir das einsetzen, ist der systematische Umgang mit der wertvollen Ressource Wissen sowie der zielgerichtete Einsatz. Und das braucht jeder Mitarbeiter im Unternehmen, um seine Aufgaben Tag für Tag bewältigen zu können. Das ist unser sehr pragmatischer Ansatz, was das Thema Wissensmanagement anbelangt. Alles ist in einer zentralen Wissensdatenbank abgelegt und das hilft den Mitarbeitern bei der täglichen Arbeit. Sehr früh haben wir bei Meusburger erkannt, dass es neben den drei klassischen Produktionsfaktoren, die Sie kennen, Boden, Kapital und Arbeit, auch Wissen immer mehr an Stellenwert gewinnt.
Und ja, mittlerweile wird es eigentlich vermehrt so gesehen, dass das eigentlich der vierte Produktionsfaktor ist, der ganz entscheidend ist und erhebt sich von den drei anderen klassischen, die man aus der Betriebswirtschaftslehre kennt, einfach dadurch ab, dass Wissen die einzige Ressource ist, die sich vermehrt, wenn man sie teilt. Und das ist so ein bisschen unser Ansatz bei dem Thema Wissensmanagement. Ich denke, das ist auch allen bekannt, die sich näher mit Wissensmanagement beschäftigen. Wir unterscheiden grundsätzlich zwischen implizitem und explizitem Wissen. Und für uns ist es ganz wichtig, möglichst viel Unternehmenswissen explizit zu machen, damit es dann in weiterer Folge geteilt werden kann und allen Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden kann. Das ist ganz wichtig. Kannst du auch noch was dazu sagen, Agnes? Ja, also hier insbesondere sagen wir, explizit ist das Wissen bei uns, bei der Firma Meusburger, in Form eines Wissensdokuments, dem sogenannten BIDOC, zu dem wir dann auch später noch kommen werden und welches auch ausführlich in dem Buch beschrieben wird, was ein Wissensdokument ist und wie sich das aufbaut. Genau. Aber ich denke, es ist jedem bekannt. Wir machen das immer, stellen das immer mit dem Eisbergmodell an. Da in den meisten Firmen ist es einfach so, dass der Großteil des Wissens noch implizit ist, also nicht explizit erfasst wurde. Und darum ist es auch eines unserer großen Ziele, so wie wir mit Wissensmanagement arbeiten, möglichst viel Wissen explizit zu machen und in VDOCs dementsprechend abzuspeichern und dann auch zu sichern. Ja, wie ist unser Stand heute? Wir haben derzeit mehr als 5.500 Wissensdokumente, die sogenannten VDOCs. Das sind Anleitungen, Checklisten, Formulare, Vorlagen, Präsentationen. Und ich sage mal, das ganze relevante Unternehmenswissen ist in diesen 5.500 VDOCs derzeit bei uns gespeichert. Grundsätzlich unterscheiden wir da zwei Systeme, nämlich die unternehmensspezifischen VDOCs wie Zahlen, Fakten und die organisationalen VDOCs wie Anleitungen, Formulare und so weiter. Das sind zwei klassische Beispiele, die jedes Unternehmen auch so erstellen kann. Einmal zum Beispiel ein Plan, die Einstellung neuer Mitarbeiter. Man sieht rechts blau markiert auch Verlinkungen zu anderen Wissensdokumenten. So kann ich auch sehen, wenn ich etwas benötige, wo finde ich das? Gehe auf den Link und befinde mich sofort auf dem Wissensdokument. Hier ist auch eine Checkliste zu sehen, auch relativ einfach gehalten, sodass sich jeder relativ schnell wiederfinden kann und abhaken kann, ob er das dementsprechend auch gemacht hat. Hier ist es in dem Fall eine Veranstaltungsorganisation, ein Event zu organisieren. Was muss alles getan werden? Wann? Und so sieht man, wie einfach und wie übersichtlich bei uns die Wissensdokumente in Unternehmen gemacht und aussehen. Wenn ich da noch kurz was ergänzen darf, was die Agnes angesprochen hat. Rechts oder in diesem Dokument links bei der Einschulung neuer Mitarbeiter sehen Sie rechts die blau markierten Links. Uns ist ein wichtiges Anliegen, dass die Dokumente so einfach und so leicht verständlich wie möglich sind. Das heißt, wir sagen immer kleine Häppchen und die weiterführenden Informationen sind dann in anderen Dokumenten, wo wir von diesem Dokument aus verlinken. Wir möchten einfach, dass die Wissensdokumente nicht zu komplex werden, so dass sie einfach und leicht verständlich sind, weil wir haben festgestellt, so ganz treu dem Pareto-Prinzip, 80% der Mitarbeiter reicht schon der erste Blick auf dieses Dokument und reicht schon die Checkliste an sich und nur 20% in etwa benötigen dann weitergehende Informationen, die sie sich dann über diese Links holen können. Ja, nochmal zwei Beispiele. Einmal so eine Bestellübersicht oder Projektübersicht zu den Bestellplattformen. Auf der linken Seite haben wir das visualisiert und rechts ein Dokument, Zuständigkeiten in der Organisation. Das sind einfach die zuständigen Personen mit ihren Hauptaufgaben definiert, eine Vertretung dazu und so weiter. Das sind übrigens eine der Dokumente, die bei uns im System am häufigsten abgerufen werden. Klar, wir wachsen sehr schnell, es ändert sich sehr viel und von dem her gesehen sind es sehr wertvolle und sehr oft genutzte Dokumente. Ja. Wir setzen auf ein dokumentenorientiertes Wissensmanagementsystem. Das heißt, wir arbeiten mit diesen VDOCs. Das sind vorwiegend Word- oder Excel-Dokumente, PowerPoint-Dokumente, die den Sinn haben, dass sie möglichst von jedermann editiert werden können, dass es druckbare Einheiten sind. Das ist uns ein ganz wichtiger Punkt.
Und jetzt kommen wir zu den Metadaten. Das ist eigentlich das, was uns ganz, ganz wichtig ist. Man sieht da links Checkliste Firmen-Event, das ist der Dokumententitel. Rechts die einmalige Dokumentennummer. Wir haben festgestellt, dass viele Mitarbeiter bei häufig genutzten Dokumenten sich die Nummer merken und dadurch schnell zum Ziel kommen. Dann links unter dem Dokumententitel das Kurzzeichen des Mitarbeiters, sein Name und seine Telefondurchwahl. Rechts noch das Datum, Seitenanzahl und so weiter. Ganz wichtig ist der Name und die Durchwahl. Jedes Dokument ist bei uns so gekennzeichnet. Erstens, der Name ist der Inhaltsverantwortliche. Das heißt, er steht für den Inhalt dieses Dokuments. Er ist der Ansprechpartner für weitere Rückfragen. Und das Andrucken der Telefondurchwahl hat sich sehr stark bewährt. Man erreicht sehr schnell den Ansprechpartner. Es gibt keine Dokumente, auf denen kein Name draufsteht und man nicht weiß, wem man dieses Dokument jetzt zuordnen soll. Unsere Wissensdatenbank bei Meusburger aus. Man sieht, auf der rechten Seite haben wir so ein persönliches Cockpit. Hier sehe ich meine Wissensdokumente, also gerade wie Andreas gesagt hatte, ich bin Inhaltsverantwortlicher zum Beispiel von 20 oder 30 Dokumenten und hier sehe ich unter meine VDocs, welche meine Dokumente tatsächlich sind. Auch sehe ich hier, welche Dokumente ich zur Wiedervorlage bekomme. Darauf gehen wir noch später ein, aber die Wiedervorlage ganz kurz ist eine Funktion von dem System. Das heißt, ich bekomme mein Wissensdokument mindestens einmal jährlich, um anzuschauen, ob es noch immer relevant ist, aktuell ist, ob es noch so dem Stand der Dinge entspricht. Und wenn nicht, dann sollte ich als Inhaltsverantwortliche das im Wissensdokument nochmal ergänzen oder verbessern. So sieht das in etwa aus bei uns. Gut, ich würde mal ganz kurz eine Zwischenfrage stellen dazu. Die zwei, die eventuell jetzt Sinn machen. Also ich vermute mal, das ist zu der Übersicht von den Dokumenten vorhin gemeint, diese Links, die da rechts drin sind. Steht hier die Frage, sind die Links dynamisch? Ich kann jetzt nicht genau nachvollziehen, wie das dynamisch jetzt gemeint ist. Nein, ich sage mal, das sind statische Links, weil es verlinkt eindeutig auf dieses Dokument mit der Nummer, der da dahinter liegt. Dynamisch insoweit natürlich, dass wenn ich dann das dahinterliegende Dokument ja ändere und ich rufe das zuvorliegende, das verweisende Dokument auf, habe ich natürlich immer den aktuellen Inhalt da dahinter. Also ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Es sind statische Links, die immer auf das ein und dasselbe Dokument verweisen. Gut, danke. Ich habe noch zwei Fragen, die werde ich fürs Ende sammeln. Eine Frage ist hier vielleicht noch interessant im Zusammenhang, was man jetzt gerade hat. Ne? Wer pflegt die Kopfdaten? Passt sie an, wenn Mitarbeiter das Unternehmen verlassen? Der Herr Hinderer war das. Ich schalte mal frei, damit er es eventuell selber dann das noch erläutern kann, falls ich das falsch rübergebracht habe. Ja, kann ich ganz kurz mal erklären. Ich sage mal, eine Pflege der Kopfdaten, also der Dokumentenkopf ist bei uns ein fester Bestandteil von Word und Excel. Das ist ein Makro, das wir innerhalb der Firma installieren. Das heißt, wenn ich ein neues Dokument öffne, ein neues Wissensdokument anlege, werden da automatisch meine Inhaltsdaten eingepflegt, also mein Name, mein Kurzzeichen, meine Durchwahl und so weiter. Den Dokumententitel vergebe ich händisch. So, der zweite Teil der Frage geht in ein bisschen eine andere Richtung. Gesetzt den Fall, ich als Inhaltsverantwortlicher verlasse das Unternehmen, dann wird mein nächst höherer Vorgesetzter dafür sorgen, dass meine Wissensdokumente dann an meinen Nachfolger übertragen werden. Das ist also auch ein Prozess, der bei uns geregelt ist in einem Dokument. Da steht drin, verlässt der Mitarbeiter X das Unternehmen, ist der Vorgesetzte aufgefordert, das Dokument an den Nachfolger zu übertragen, beziehungsweise interimsmäßig zu sich selbst zu nehmen, bis ein Nachfolger dementsprechend wieder gefunden ist. So ist bei uns der Prozess. Ich kann am Schluss nochmal darauf eingehen. Ich versuche es jetzt einfach mal so gut wie möglich jetzt zu erklären und sonst gerne nochmal am Schluss. Gut. Dann hier hatte jetzt noch die Frau Kaller gemeint, mit dynamischen Dokumenten meint, da, ob sich die Links anpassen, ich weiß gar nicht, ob das für Sie relevant ist, wenn sich die Orte der Dokumente ändern. Also wenn man sich die im Filesystem vorstellt, können sie ja verschoben werden. Erkennt das System automatisch? Bei Dokumentenmanagementsystemen müsste es eigentlich automatisch erkennen. Aber das war Ihre Frage. Ja, das erkennt das System automatisch.
weil wir selbst kennen ja den Ablageort der Dokumente auch nicht. Ich sage mal, das ist wie ein Hochregallager, können Sie das sehen, wo chaotisch ist. Das heißt, nur das System weiß, wo sich das Dokument befindet. Und von dem her gesehen, wenn das Dokument jetzt systembedingt verschoben werden würde, würde sich dieser Link dann dynamisch mitändern, ja. Das Wissen Gut. geht nie verloren oder die Verlinkung geht auch nie verloren. Es ist immer gewährleistet, dass man das dann findet. Ich hatte jetzt auch noch die Ergänzung vom Herrn Hinterer, dessen Mikrofon nicht geht. Er meint jetzt tatsächlich, wenn jetzt zum Beispiel ein Mitarbeiter extrem viele Dokumente erstellt hat, ob die dann automatisch übergeben werden könnten. Also der hat jetzt 500 geschrieben, man sieht es auch im Chat selber drin. Ich sage mal, könnten ja, aber wir sagen eine manuelle Übergabe. Und auf 500 Dokumente möchten wir nie kommen, weil wir sagen, wir haben festgelegt, wenn jetzt zum Beispiel ein Mitarbeiter in der Hierarchie nach oben steigt, muss er natürlich wieder Dokumente nach unten abgeben und das möglichst breit verteilen. Oder? Das ist auch ein Grund, damit das Wissen möglichst breit in der Firma dann dementsprechend aufgestellt ist. Automatische Verteilung wäre grundsätzlich möglich, wird aber derzeit bei uns nicht praktiziert. Auch Gut. bei der Übergabe von Dokumenten auch so eine kleine Mikroschulung, weswegen auch, sage ich mal, 20, 30 Dokumente mit so einer kleinen Mikroschulung relativ einfach zu handhaben sind. Das heißt, man kann jedes Mal, wenn man das Dokument dann an eine zweite Person übergibt, weil es zum Beispiel die Abteilung gewechselt hat, die Person oder das Unternehmen verlässt, kann man noch was dazu erklären. Und derjenige, der das Thema wieder verantwortet und das Dokument kann sich noch Notizen dazu machen und versteht vielleicht noch, was implizit noch dahinter steckt, was nicht explizit geworden ist und kann es gegebenenfalls vielleicht noch ergänzen. Ich gebe mal an der Gabriele nochmal frei, die ja jetzt dazugekommen ist. Sie hatte auch eine Frage wegen Mitarbeiter und Schulung und zum Schreiben der Dokumente. Ja, genau. Also ich hatte zwei Fragen. Das eine ist, ob Mitarbeiter explizit auch so in diesem Thema gutes, verständliches Schreiben geschult werden und ob es dezidierte zeitliche Kapazitäten für so Dokumentationsarbeiten gibt, weil das ist ja oft das Argument, warum man nicht dokumentiert ist, dass man ja gar keine Zeit dafür hat. Sage ich mal, wir geben da keine bestimmten Zeitvorgaben, aber wir als Führungskräfte lassen den Mitarbeitern natürlich die dementsprechenden Freiheiten, weil es natürlich in unserem Sinne ist, dass sie Wissensdokumente erstellen und das Wissen auch erfassen. Ja, wir fordern sie auf, zum Beispiel im persönlichen Arbeitsgespräch, im Anschluss an das Gespräch, das Wissen zu erfassen und dafür bekommen sie auch die notwendige Zeit dann dementsprechend eingeräumt. Spezielle Schulungen zum Thema Formulierungen gibt es derzeit noch nicht. Wir halten die Mitarbeiter an, das, was sie im Dokument darstellen, möglichst einfach und möglichst leicht verständlich zu formulieren. Drum auch nochmal der Hinweis, keine zu großen Dokumente anzulegen, sondern möglichst das, was dargestellt wird, ganz einfach in wenigen klaren Sätzen darzustellen. Aber eine spezielle Schulung gibt es derzeit dafür nicht. Ja, danke schön. Wenn ich kurz was ergänzen darf dazu, als neuer Mitarbeiter bei Meusburger hat man ja auch die Möglichkeit, in der Wissensdatenbank sich diverse Dokumente anzuschauen. Also jeder kann andere Wissensdokumente von anderen Abteilungen lesen. Und man sieht relativ schnell sehr gute Beispiele und kann sich an denen dann orientieren. Also das ist auch immer so etwas, so eine Vorbildsfunktion von anderen, die man dann annimmt. Und so wie Andreas sagte, es ist vom Anforderungsprofil die einfachste macht es aus, sodass es auch relativ schnell für jeden lesbar ist und greifbar ist. Okay, dann mache ich mal mit den nächsten Folien weiter. Die Agnes hat schon gesagt, unsere Wissensdatenbank. Da sieht man nochmal einen Screenshot aus unserer Wissensdatenbank. Das ist übrigens SharePoint, mit dem wir arbeiten. Und da haben wir jetzt mal einen Screenshot von der Suche dargestellt. Ich kann also oben in dem Feld jetzt nach Firmenpräsentation suchen, bekommt dann in der Mitte die relevanten Suchergebnisse dargestellt, rechts eine Vorschau auf das Dokument und kann mir dann dadurch einen Klick darauf dieses gewünschte Dokument dann öffnen. So arbeiten wir derzeit mit SharePoint. Ja, kommen wir zur WBI-Methodik, also zu unserem Wissensmanagement-Prozess, wie wir ihn leben hier in der Firma. Er besteht im Wesentlichen aus den vier Schritten. Dem ersten Schritt des Erfassen von Wissen, dem zweiten Schritt des Verteilen, somit die Nutzung des Wissens,
dem dritten Schritt des Weiterentwickelns und dem vierten Schritt des Sicherns der Datenbank. Da wird jetzt die Agnes ein bisschen näher drauf eingehen und die vier Schritte ein bisschen detaillierter erklären. Wenn du nochmal zurückgehen würdest, ich würde ganz kurz nochmal erklären, hier sieht man auch den Nutzen, deswegen dieser grüne Kreislauf. Das ist eben damit gemeint, also sobald das Wissen erfasst ist und eben verteilt wird, entsteht der Nutzen für alle Mitarbeiter, für die Führungskräfte, für das Unternehmen überhaupt. Deswegen auch der fortlaufende Nutzen nach jedem Verteilen, nach jedem Weiterentwickeln bei uns im Unternehmen nochmal. Ja, das Erfassen bei uns erfolgt meistens im Rahmen von einem Arbeitsgespräch. Das, zum einen kann der Mitarbeiter auf seinen eigenen Impuls ein Wissensdokument erstellen, weil er zum Beispiel eine Wissenslücke entdeckt hat oder weil er denkt, für seine tägliche Arbeit benötigt er ein bestimmtes Wissensdokument oder er wird von anderen Mitarbeitern besonders oft zu einem bestimmten Thema gefragt. Dann kann der Mitarbeiter natürlich jederzeit ein Wissensdokument erstellen. Auf der anderen Seite kann aber auch die Führungskraft, wenn sie denkt, nach einem Arbeitsgespräch, nach einem Meeting, nach einem Jour fix, wurde ein Thema besprochen, was wirklich relevant fürs Unternehmen ist und für die weitere Zusammenarbeit und die Arbeit an sich, so gibt die die Führungskraft den Mitarbeitern den Auftrag, ein Wissensdokument zu erstellen. Ja, was sind die Gründe für die Erstellung von Wissensdokumenten? So wie ich schon gesagt habe, das Nachfragen wiederholen sich besonders oft. Ich bekomme besonders oft von meinen Kollegen einen Anruf zu einem bestimmten Thema oder werde per E-Mail gefragt, bekomme 5-mal in der Woche eine E-Mail zu einem bestimmten Thema, weiß ich möchte das in Zukunft vermeiden, dass ich immer unterbrochen werde, also mache ich ein Wissensdokument daraus und so können die Mitarbeiter, bevor sie mich anrufen, bevor sie mir eine E-Mail schreiben, erstmal in die Wissensdatenbank bei uns reingehen und nach dieser bestimmten Problem oder nach dem Thema suchen und finden meistens dann ein Wissensdokument zu diesem Thema. Oder das Thema bezieht sich auf ein Kerngeschäft des Unternehmens oder dient der Entflechtung der Komplexität oder hat eine hohe Nutzungsfrequenz. Da gibt es relativ viele Beispiele, wie wir immer wieder sprechen, weswegen dann so VDocs erstellt werden. Klassische Beispiele sind zum Beispiel die vorher gezeigten Zuständigkeiten. Diese Dokumente haben bei uns eine sehr hohe Nutzungsfrequenz, aber auch das Einrichten zum Beispiel von einem Standarddrucker, damit man sich abseits der IT einfach bei gewissen Problemen selber behelfen kann. Sowas sind sehr, sehr häufig genutzte Wissensdokumente. Gut, im zweiten Schritt, ich übernehme mal ein bisschen, geht es um das Verteilen von dem Wissen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Für mich eigentlich einer der entscheidenden Punkte. Grundsätzlich unterscheiden wir hier bei unserer Methodik zwischen zwei Prinzipien. Zum ersten das sogenannte Push-Prinzip. Das heißt also, ich kann in den Metadaten des Dokuments festlegen, wer muss dieses Dokument, das ich gerade erstellt habe, jetzt lesen. Wir sagen dazu, das ist die Aufgabe lesen. Das heißt, der ausgewählte Benutzerkreis, nehmen wir mal an, im Beispiel vorher hat die Agnes gezeigt, eine Checkliste Messen und Events. Würde ich jetzt zum Beispiel den Nutzerkreis der Marketingleute festlegen, lege den Marketingverteiler als Aufgabe lesen an. Die bekommen dann, wenn ich das Dokument neu erstelle oder wenn ich an dem Dokument was ändere, die Aufgabe dieses Dokuments zu lesen. Das geschieht ganz einfach über eine Nachricht, über eine E-Mail, über das E-Mail-System, über den E-Mail-Client. Da drin ist dann der Link zu diesem Dokument. Das zweite Prinzip ist das Pull-Prinzip. Das haben wir vorher auch schon gesehen, als ich da das Suchfenster vom SharePoint vorgestellt habe. Das heißt, der Mitarbeiter weiß, dass es ein Dokument zu diesem Thema gibt und macht sich selber in der Wissensdatenbank auf die Suche danach. Wichtig ist, sage ich mal, vergleichbar mit Google, sehr intelligentes Suchsystem, um natürlich nicht nur in den Metadaten der Dokumente, sondern auch im gesamten Inhalt suchen zu können und dann die relevantesten Ergebnisse angezeigt bekommt. Das Weiterentwickeln ist auch ein wesentlicher Schritt bei uns. Durch das Weiterentwickeln
kommt erstmal überhaupt Bewegung in das Ganze. Das heißt, Verbesserungsvorschläge werden nach der Aufgabe lesen, oft von anderen Mitarbeitern, dem Inhaltsverantwortlichen genannt, oder ergänzende Hinweise. Kann sein, dass ein Mitarbeiter von der gleichen Abteilung einen anderen Informationsstand hat, und das kann natürlich durch die schnell geteilt werden und schnell in das VDOC einfließen. Fehler in Abläufen werden natürlich dann ausgemerzt und aufgedeckt relativ schnell, weil man natürlich dann auch sofort sieht, was wurde festgehalten und was entspricht dem Ist-Stand oder was kann verbessert werden. Und Wissensdokumente können auch geteilt werden, um Komplexität zu reduzieren. Ja, das Sichern, das technische Sichern ist sehr wichtig. Das heißt, nicht irgendwo absichern auf den persönlichen Laufwerken, auf gar keinen Fall, sondern eben in der Wissensdatenbank, weil hier sichert man das Wissen vor personellen oder organisationellen Wissensverlust, sprich bei Krankheit, bei Mitarbeiteraustritt in der Elternzeit, wenn die Mitarbeiter die Abteilung wechseln. So weiß man, das Wissen ist nicht irgendwo auf dem persönlichen Laufwerk gespeichert, sondern in einer Wissensdatenbank, wo jeder Zugriff drauf hat, wo jeder alles schnell finden kann und suchen kann. Und Wissen gerät, sagen wir so, nicht in Vergessenheit, denn es ist immer an einem Ort gespeichert. Und ich denke, die zwei Grafiken, die erklären das Ganze, was wir damit meinen, wenn wir sagen, wir wollen die Wissensdokumente auch immer wieder weiterentwickeln und eine gewisse Basis immer haben, also einen Widerhaken, und nicht von Null an zu beginnen, wie links es wäre, sondern immer schön die Qualität zu steigern. Ich habe gerade noch eine Frage von Gekala da gehabt für die vorhergehende Folie. Aha. Das war das mit der Suche. Das ist eher ein technischer Background dazu. Verstehen Sie die von Ihnen genannte intelligente Suche unter der Einbeziehung von sowas wie Semantik und Ontologien? Oder ich vorher verstehe es so, oder ist normale Volltextsuche? Wie funktioniert die? Das ist eine normale Volltextsuche, aber schon mit einer Semantik natürlich, weil die Suchergebnisse sollten natürlich möglichst relevant dargestellt werden, oder? Es muss natürlich sehr viel zum nächsten Mal auf den Namen oder auf den Dokumentnamen Wert gelegt werden, weil den wählt ja der Benutzer dementsprechend aus mit der Firmenpräsentation. Somit muss das in den Suchergebnissen schon ganz oben erscheinen. Aber es muss auch eine komplette Volltextsuche sein, um auch in den Inhalten suchen zu können. Ja. Man kann das vergleichen, sage ich mal. Google sucht ja auch in den PDF-Dokumenten drin und nicht nur in den Metadaten. Und so muss die Wissensdatenbank dementsprechend auch aufgebaut sein. Ja. Gut, vielen Dank. Gut, ja, das Sichern von Wissen hat die Agnes angesprochen, ganz, ganz wichtiger Punkt, damit wir nicht immer wieder von vorne anfangen. Und damit kommen wir auch schon zu den Vorteilen. Was bedeutet das Wissensmanagement hier bei uns im Unternehmen? Wir sagen, wir haben eine zentrale Quelle mit aktuellen und qualitativ hochwertigen Inhalten. Es ermöglicht uns ein sehr schnelles und effizientes Arbeiten. Wiederkehrende Fragen werden verhindert. Es gibt weniger Unterbrechungen durch Telefonate und Anfragen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt bei uns. Bei uns ist es sehr ruhige, unaufgeregte Arbeitsatmosphäre, weil die Mitarbeiter sich, wie gesagt, selber auf die Suche machen in der Datenbank und dadurch nicht die anderen stören. Drittletzter Punkt, auch ganz wichtig, es gibt keine Informationsüberflutung, weil durch die Aufgabe lesen, nämlich durch die definierten Empfänger, sichergestellt ist, dass jeder die Dokumente kriegt, die er für seine tägliche Arbeit braucht, aber nicht mehr und eben nicht weniger, dass er nicht überflutet wird mit irgendwelchen Informationen. Rollen und Zuständigkeiten sind klar definiert. Es gibt einen Inhaltsverantwortlichen. Wenn jetzt auf dem Dokument mein Kurzzeichen draufsteht, wird sich derjenige, der eine Frage dazu hat, an mich wenden. Und damit ist klar, wer dafür zuständig ist. Vertretungen, Mitarbeiteraustritte, das alles wird dadurch erleichtert. Wir sind einigermaßen im Zeitrahmen. Ja, der Nutzen, wie gesagt, von dem, wie es wir leben, das Erfassen, Sichern und Weiterentwickeln von Wissen, Effizienz und Zeitersparnis, Qualität und Innovation, weil durch Wissensdokumente steigert sich die Qualität, wie es die Agnes vorher angesprochen hat. Und es ist, Mitarbeiter sind bei uns durch das sehr motiviertere, sehr professionelle Arbeitsumgebung durch unser Wissensmanagement-System. Ja, aufgrund des
Erfolg ist, dass wir mit Meusburger mit dem Wissensmanagement haben wir uns entschlossen, diese Dienstleistungen und Produkte auch anderen zur Verfügung zu stellen. Wir haben deshalb die WWI Wissensmanagement GmbH gegründet. Wir haben uns da auf drei Dienstleistungen und Produkte eingestellt. Zum einen möchten wir andere Unternehmen mit der Methode in Berührung bringen. Wir möchten sie beraten hinsichtlich unserer Methode. Wir möchten ihnen Inhalte, Content zur Verfügung stellen in Form von neutralisierten V-Docs, wie wir sie bei Meusburger verwenden, die sehr erfolgreich sind. Und wir haben uns entschlossen, eine Technik zu entwickeln, eine Software, eine einfache Software, auch für Klein- und Mittelbetriebe, die man als Wissensdatenbank dementsprechend nutzen kann. Das Ganze wird recht gut beschrieben in dem Buch von Guntram Meusburger, Wissensmanagement für Entscheider. Das ist ein ganz tolles Buch, in dem er sehr einfach und sehr pragmatisch das beschreibt und noch wesentlich ausführlicher beschreibt, wie wir jetzt Ihnen allen gerade erzählt haben. Wir haben uns da dafür entschieden, allen Interessierten dieses Buch kostenlos zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie das Buch möchten, teilen Sie uns bitte Ihre Anschrift mit einer E-Mail an office@wbi.at. Nennen Sie uns Ihre Kontaktdaten und wir senden Ihnen kostenlos dieses Buch zu. Da haben Sie die Möglichkeit, dieses, was wir jetzt angesprochen haben, noch ein bisschen zu verbessern. Ich denke, wir wollen uns jetzt auch auf diesem Weg bei Ihnen bedanken für die Fragen, die Sie uns gestellt haben. Also gerne, wenn Dirk, wenn die Zeit es zulässt. Wir sind auf jeden Fall noch für weitere Fragen hier, auch gerne per E-Mail, jederzeit an uns. Wir schicken Ihnen, so wie Andreas sagte, gerne das Buch zu, aber auch ein paar interessante, sage ich mal, Vorlagen. Wenn Sie sagen, Sie möchten das eine Wissensdokument mal sehen, wie das wirklich aussieht, sind wir auch gerne, ja, so wie wir sagen, zum Teilen bereit, wie auch unsere Philosophie hier ist, das Wissen zu teilen. Gut, auch von meiner Seite aus vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Interesse an WBI und nochmal herzlichen Dank an der Dirk für die Einladung und für die Möglichkeit, dass wir das hier präsentieren dürfen. Gut, vielen Dank erstmal. Ihr habt es natürlich noch nicht ganz geschafft, sondern wir kommen jetzt zu dem Fragenbereich. Und ich habe gesehen, der Herr Hinderer hat insgesamt schon zwei Fragen eingestellt. Die letzte Frage war jetzt, wer teilt denn die Ownership zu? Konkret, ich kann ja einfach selbst eine neue Unternehmenspräsentation hochladen und mich als Owner hineinschreiben. Geht sowas oder wie funktioniert denn das mit der Ownership? Klar, jeder kann Wissensdokumente selber anlegen. Aber natürlich überwacht es die zuständige Führungskraft schon, dass nicht irgendjemand jetzt eine neue Firmenpräsentation einstellt, sondern der Mitarbeiter, der dafür zuständig ist, kriegt den Auftrag von seiner Führungskraft und erstellt dann dementsprechend die neue Firmenpräsentation. Natürlich, sage ich mal, liegt es im gesunden Menschenverstand, dass nicht irgendeiner aus der Abteilung dann eine andere Präsentation wieder macht. Also das ist jetzt bei uns nicht explizit geregelt, aber da vertrauen wir einfach auf den gesunden Menschenverstand und auf die Intelligenz von unseren Mitarbeitern. So, und dann habe ich jetzt noch eine sehr kontroverse Frage dazu. Ist denn die Arbeit mit Dokumenten nicht veraltet in Zeiten von Metadaten? Was hat das Dokumentenarbeiten mit Metadaten zu tun? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Also nein, das Dokumentenarbeiten ist aus unserer Sicht nicht veraltet. Wir legen sehr viel Wert auf die Dokumente, wie gesagt, auf Word- und Excel-Dokumente. Warum? Weil grundsätzlich kann jeder da damit umgehen, ohne dass er eine großartige Schulung braucht. Jeder heute ist in der Lage, ein Word- oder ein Excel-Dokument zu erstellen und somit auch seinen Beitrag für die Wissensdatenbank zu leisten. Ja, wir möchten das so haben. Wir möchten auch druckbare Elemente haben, weil wir die auch nach außen analog in die Produktion zum Beispiel geben oder in die Betriebe. Und die Metadaten sind in dem Dokument hinterlegt, sage ich mal. Man kann da danach suchen. Und ich sehe jetzt da eigentlich keinen Widerspruch in dieser Sache. Also
sehe das eigentlich als ein sehr modernes Instrument, also diese Wissensdatenbank, sei es jetzt auch so, wie es bei uns jetzt bei Meusburger ist oder bei WBI mit der Wissensmanagement Software. Dadurch, dass wir ähnlich wie bei Google diese Suchfunktion haben, jeder, der, sage ich mal, ins Unternehmen kommt, findet sich sofort zurecht, kann sofort Wissen hier abrufen. Jeder kennt das aus dem privaten Umfeld. Wenn ich privat was suchen möchte in einer Datenbank, dann gehe ich auf eine bestimmte Suchmaschine und finde es, und so funktioniert es bei uns auch, und das ist relativ modern in meinen Augen. Erstmal vielen Dank. Ich habe jetzt noch die Ergänzung hier vom Herrn Hinderer aus dem Chat dazu. Vielleicht können wir auch selber mitlesen. Da steht jetzt drin, dass ja die jetzt im Zeitalter von Wikis, so hatte ich, glaube ich, das auch verstanden, obwohl das Dokument und Metadaten natürlich sich nicht ausschließt, sondern auch ergänzt. Er hatte jetzt eher den Bezug wahrscheinlich auf sowas wie Wikis und diese sozialen, agilen Ansätze zum Zusammenarbeit, dass die gerade sehr populär sind und vielleicht nicht mehr das so mit den Dokumenten. Das ist natürlich eine alternative Meinung. Wollt ihr noch was sagen dazu? Warum es zum Beispiel Dokumente sind, kein Wiki? Wir setzen bewusst auf ein dokumentenorientiertes System. Ja klar, wir kennen die Wiki-basierten Systeme auch. Klar, es muss jeder für sich selber entscheiden, was er will. Nur einfach jetzt auf ein Wiki zu setzen, weil es gerade populär ist, ist jetzt nicht unbedingt unser Ansatz. Also dazu sind wir zu sehr pragmatisch unterwegs und möchten einfach das Dokumentenorientierte dementsprechend bauen. Noch eine Frage von Gekala. Wie sind denn die Berechtigungen geregelt? Darf erstmal prinzipiell bei Ihnen jeder alles oder gibt es da verschiedene Rechtekonzepte, Abläufe zur Freigabe von einem Dokument oder ähnliches? Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Metadaten am Dokument. Das haben wir vielleicht vorher nicht in der Ausführlichkeit angesprochen. Es gibt zum ersten die Sichtbarkeit, also wer darf dieses Dokument sehen. Da sind wir, was das Unternehmen angeht, sehr transparent. Im Regelfall wird diese Sichtbarkeit für alle gewährleistet. Das heißt also, es können alle Leute alle Dokumente sehen. Gilt logischerweise natürlich nicht für irgendwelche Personaldokumente oder sonstige Sachen, ganz klar. Da wird dann vom Inhaltsverantwortlichen die Sichtbarkeit definiert. Also Personaldokument sehen dann nur die Leute aus der Personalabteilung. Und zum Zweiten der Aufgabe lesen. Da sind wir so, dass das sehr zielgerichtet gemacht wird. Also das heißt, nur diejenigen kriegen die Aufgabe lesen, die auch damit arbeiten müssen. Aber wie gesagt, ganz wichtig, Sichtbarkeit und Aufgabe lesen sind zwei verschiedene Einstellungen. Aber ja, da sind wir, was das Unternehmen angeht, sehr transparent mit unseren Informationen. Wir sind da sehr offen. Jetzt habe ich noch eine Frage dazu, was vielleicht ein bisschen in dieselbe Richtung gehen könnte. Wie ist denn das mit Prozessen wie zum Beispiel dieses Lernen aus Fehlern, so kleinere Sachen, die so auftauchen, oder auch dieses Wissen, was gerade so aktuell in einem Projekt entsteht? Das heißt, wo Leute an einem Projekt arbeiten, ich weiß nicht, ob der Fall wieder auftritt, und das wächst gerade relativ schnell durch einen gegenseitigen Austausch. Werden da auch diese Dokumente verwendet oder gibt es dazu noch andere Tools? Nee, derzeit gibt es keine anderen Tools. Dazu verwenden wir auch die Wissensdokumente. Es kann halt sein, dass wenn man gerade am Aufbau ist, dass sich die Wissensdokumente inhaltlich sehr, sehr schnell ändern am Anfang, bis sie mal einen gewissen Stand erreicht haben und dann aber auf einem gewissen Niveau sind und auch dann bleiben. Aber auch egal, was es ist bei Projekten oder so, wir arbeiten grundsätzlich mit diesen Wissensdokumenten, ja. Natürlich auch bei uns diese Projektseiten gibt, die auch so dieses moderne eben Arbeiten erlauben in der Projektgruppe. Ne? Das gibt es auch, wo man dann gegenseitig natürlich dann auch die Dokumente sichten kann und zusammenladen kann und einen bestimmten Projekt sammelt. Mhm. Vielen Dank. Ich habe noch eine Frage hier. Sind die VDocs Teil eines eventuell vorhandenen Managementsystems? Gut, wir sehen, sage ich mal, unser Wissensmanagement als Managementsystem, weil wir natürlich genau mit diesen Dokumenten arbeiten im tagtäglichen Umfeld, weil wir führen mit diesen Dokumenten. Ja, Wissensdokumente sind ein entscheidender Anteil unseres Managementsystems, wenn Sie so wollen. Ja. Ich habe noch zwei Fragen bei mir. Das eine war, das kam ja dabei, es wird ja sehr dokumentbasiert gearbeitet. Gibt es auch schon Beispiele oder einen Trend dazu, bestimmte Informationen dann doch auch als Videos oder zum Beispiel Podcasts, MP3s und Ähnliches anzulegen und zu nutzen? Wenn ja, wie?
Ja, die Nachfrage ist natürlich da. Wir arbeiten derzeit hauptsächlich mit Word- und Excel-Dokumenten oder PowerPoint, ja. Mhm. Aber sage ich mal, das Dokumentenorientierte schließt ja Videos, mhm. Podcasts oder so nicht aus. Sicherlich mhm. werden wir uns in Zukunft auch um diese einfachen Dinge, die heute sehr beliebt sind, auch noch erweitern, weil ob dann in der Wissensdatenbank, sage ich mal, ein Word liegt, oder ob das dann ein MP4-File oder was auch immer oder ein MP3-File dann ist. Ja, kann es auch sein. Ist es derzeit nicht, aber wir sind natürlich auch offen für diese Sachen. Ja. Ich frage nochmal in die Runde, gibt es noch weitere Fragen? Im Chat sehe ich erstmal keine weitere Frage, sonst würde ich erstmal zu meiner Abschlussfrage kommen. Das ist immer die, es gibt ja in dem Zeitraum, wenn man das so lange einführt, gewisse Erfahrungen, Lessons learned und solche Dinge, was man vielleicht zurückblickend anders machen würde bei so einer Einführung oder was man in Zukunft anders machen würde. Was sind so die Erfahrungen, die Sie mit Ihrem VDocs und der WBI-Methode gemacht haben? Ja, die Erfahrungen, die wir im Unternehmen gemacht haben, sind durchweg positiv. Die Zeitdauer lässt sich nicht unbedingt, sage ich mal, so ganz klar darstellen, hängt ein bisschen von der Größe vom Unternehmen ab, hängt auch von der Bereitschaft ab, das zu tun. Es muss eine ganz klare Bereitschaft sein, das tun zu wollen, das leben zu wollen. Dann ist die Einführung meines Erachtens nach sehr einfach und die Einstiegshürden sind sehr, sehr gering. Natürlich ist ein gewisser Initialaufwand da, um die ersten Dokumente zu erstellen. Aber ich denke, das muss es dem Unternehmer oder der Führungskraft einfach wert sein, um ein gewisses Invest in dieses Wissen zu machen, damit er es nicht jedes Mal dann wieder von neuem machen muss. Also ja, so lässt sich das, glaube ich, zusammenfassen. Dann auch, legen Sie einfach los, also beginnen Sie jetzt. Es gibt sicherlich, wenn man sich jetzt mal die nächste Woche mal anschaut, eine Arbeitswoche, sicherlich ganz viele Anfragen, die man sich so nebenher notieren kann. Und diese Anfragen sind vielleicht schon die ersten Wissensdokumente, ja, die man von anderen Kollegen bekommt. Und oft sind es die einfachen Dinge, aber es lohnt sich schon, dann ein Wissensdokument zu erstellen. Also. Wo seht ihr denn die Stolperfallen, die dabei warten können? Bei der Einführung? Man muss sich vielleicht doch auf jeden Fall, würde ich sagen, die Zeit nehmen. Also das ist Zeit, ist auf jeden Fall ein Faktor. Und deswegen sagen wir auch, eine Führungskraft muss auch hinter dem Wissensmanagement stehen und den Mitarbeitern auch die Zeit geben, was wir natürlich hier leben. Das ist unsere Unternehmenskultur. Und das ist unsere Empfehlung, den Mitarbeitern auch die Zeit zu geben, denn der Nutzen am Ende oder während des Arbeitsalltages ist sehr groß und geben Sie den Mitarbeitern die Zeit. Gut, ja, ist noch eine Frage aus dem Chat. Mhm. Also ich weiß nicht, habe ich jetzt unterbrochen bei der Antwort? Nee, passt gut, alles gut. Okay, hier gibt es noch eine Frage aus dem Chat. Gibt es Anreizsysteme zur Erstellung von Wissensdokumenten? Was ist denn der Anreiz, dass eure Leute mitmachen? Also es gibt keinen Anreiz in irgendeiner monetären Form, den gibt es sicherlich nicht. Wir legen sehr, sehr viel Wert oder wir schätzen unsere Wissensarbeiter sehr. Wissensarbeiter kann jeder sein, unabhängig von seiner Hierarchie. Das heißt, wir schätzen Leute besonders, die ihr Wissen mit anderen teilen und die werden dann, sage ich mal, dementsprechend bevorzugt und wertgeschätzt, ja, aber nicht in einer monetären Form. Vielen Dank. Ich habe jetzt erstmal keine weiteren Fragen. Gibt es noch weitere Fragen? Möchtest du auch Gabriele noch was sagen dazu? Also Fragen habe ich nicht, da kamen ja zahlreiche und ich fand die Präsentation war sehr anschaulich. Ich finde es halt schön, dass das so ein, wie Sie am Anfang gesagt haben, es ist ein sehr pragmatischer Ansatz. Es ist jetzt sicher nicht so das neueste Hot-Shit-Tool, sondern sehr bodenständig, aber ich glaube, das ist tatsächlich für Ihr Umfeld, für das Unternehmen, für Ihre Mitarbeiter wahrscheinlich genau das, was gebraucht wird. Und das finde ich großartig. Danke. Ganz genau so sehen wir das auch. Ja, vielen Dank für Ihr Feedback. Da haben Sie es genau getroffen, so wie wir das eigentlich sehen. Wir brauchen nicht den höchst wissenschaftlichen Ansatz, der dann eh nie umgesetzt wird, sage ich mal, sondern wir leben das im täglichen Alltag. Wir setzen das genauso um, wie wir es Ihnen heute beschrieben haben. Und das ist uns viel mehr wert, wie die höchst wissenschaftlichen Dinge. Ja. Ja, genau, in der Hinsicht kann ich mich auch anschließen. Ich sage auch seit geraumer Zeit, Gutes, was funktioniert.
Und das müssen nicht unbedingt die modernsten, vernetzten Social Tools sein, sondern das kann auch ein ganz pragmatischer Prozess sein, der eben eingespielt ist, der rund läuft, der funktioniert. Also im Endeffekt ist es ja egal, ob ich jetzt ein Wiki-Dokument eintrage oder dieses Dokument, so ein Word-Dokument gemeinsam pflege. Die Fälle, wo es wirklich zum Konflikt kommt, dass zwei Leute tatsächlich gleichzeitig an einem Dokument schreiben und wo es bei Word-Dokumenten vielleicht eher mal zu einem Überschreibungskonflikt kommt, sind so selten, dass man den Fall an sich vernachlässigen kann. Und wenn diese Dokumente keine 300-seitigen Wälzer sind, sondern eben diese kleinen Wissensdokumente, wie du sie erzählt hast, Andreas, ist der Unterschied gar nicht so riesig, denke ich mal. Genau, so sehen wir das auch. Und auch wenn ich jetzt ein bisschen gegen die Qualitätsmenschen rede, aber uns ist halt wichtig, dass das gelebt wird tagtäglich, nicht, dass es so ist wie bei manchen Qualitätsmanagementsystemen, so nach dem Motto, wenn der Auditor die Tür hinter sich zumacht, dann arbeiten wir wieder so weiter wie vorher. Das wollen wir nicht, sondern wir sind eben sehr pragmatisch, sehr einfach unterwegs, damit jeder Mitarbeiter da Gefallen dran findet, Spaß dran findet und auch motiviert ist, mit diesem System zu arbeiten und das auch wirklich lebt, weil das ist das ganz Entscheidende. Dann hilft es sowohl dem Unternehmen, aber dann auch dem Mitarbeiter. Bedanke mich ganz, ganz vielmals für die interessante Session, für die interessanten Informationen. Sehr gern, ja. Und freue mich schon darauf, wenn die Aufzeichnung dann bearbeitet ist, also auch für die Teilnehmer, die heute keine Zeit haben, zur Verfügung steht. Also ganz vielen Dank nochmal. Okay, herzlichen Dank auch von unserer Seite. Schön, dass wir dabei sein durften. Alles Gute und bis bald mal. Danke. Danke, Wiedersehen. Ja, danke, tschüss.